Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Im letzten Part habe ich ein bisschen gesucht, wo wir weiter müssen. Ich habe gesagt, ich suche das und machen wir wieder weiter. Im nächsten Part, das ist jetzt. Und ja, ich bin hier am Eingang zu Quoloks Tal. Und hier war ja vorher Giftwasser. Das haben wir jetzt aber abgelassen und demnach können wir jetzt hier runter. War jetzt nicht so schwer zu finden. Hätte man auch vorher eigentlich schon durchaus schnell finden können. Aber boah, haben wir den richtig schön in die Ecke getrieben gerade. Boah, war das gut. Ich würde den da oben gerne wegpflücken. Ja, genau deswegen. Scheiß Kerl. Na gut, egal. Auf jeden Fall können wir jetzt hier, glaube ich, weiter. Nein! Ah, nee, da links kann ich stehen. Da sind keine Stacheln. Okay. Warte mal. Dann machen wir das so. Jeppa. Oh nein, die Mücken. Warte mal. Haben wir den Schaden gegen die fliegenden Gegner schon ausgerüstet? Jetzt muss ich ganz kurz mal nachgucken. Wir haben da was gekauft. Ah, ja, das war immer noch Epic Fail. nee, haben wir nicht. Versuch mehr Schaden gegen Flügel. Viecher, was auch immer. Magnet ist halt schon cool. Dann machen wir mal 10% weniger Schaden mal raus und ballern da stattdessen Flügelstutzen rein. Ja, Mann. Jetzt gibt's aus dem Maul, du Scheißvieh. Ich komm mit der Klatsche. Jawoll. Nice. Hol ich die Fliegenklatsche raus und dann gibt's richtig dicke. Okay, was mache ich jetzt hier oben? Ich hätte gerne die Karte. Nein, die Karte. Ich mache hier oben eigentlich absolut überhaupt nichts. Okay, whatever. Egal, weiter geht's. So, übrigens, ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen. Ich nehme an, ich spreche das jetzt einfach mal an. Ich nehme an, die meisten von euch oder einige von euch sind noch in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form Schüler. Und waren wir hier schon? Oh, verdammt, hier waren wir schon über den Bogen her. Dann sind wir vielleicht doch nicht so richtig, wie ich dachte. Fuck. Ernsthaft? Oh ja, das war so smart. Ich dachte... Warte mal. Wenn wir gerade schon dabei sind, dann würde ich aber ganz gerne mal gucken, ob hier unten noch irgendwas ist. Aha! Haha. Ein Fragment in der Energiezelle. So leicht kommst du nicht an mir vorbei. Okay. Das sind coole Secrets, ne? Das ist schön. So, und jetzt möchte ich gerne wieder nach oben, danke. Ja, Dann muss ich auch nochmal auf die Karte gucken. Achso, doch, wir können da unten links wahrscheinlich jetzt weiter, oder? Bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Ich warte lieber, bevor ich jetzt weiterrede mit dem, was ich sagen wollte. Denn vielleicht muss ich doch nochmal schneiden. Oha! Du Arschgeige! Nein! Jawoll! Sehr nice. So. Noch eine Etage weiter runter muss ich. Nee, aber wir können hier rechts immer noch nicht rein. Ha. Au. Dann ist aber jetzt echt die Frage, wo es hingeht. muss ich jetzt echt wieder doch noch schneiden? Ich dachte, ich hätte den Weg gefunden, aber nein, offensichtlich habe ich jetzt nicht. Oder warte, können wir hier runter irgendwie? Nee. Ah! Nee. Ah, doch! Ah! LOL! Ey, das soll man aber... Alter, da soll man erstmal drauf kommen, ne? Ey, ist ja krank schwer. Heilige Scheiße. Einfach random auf irgendeinem Baumstamm drauf prügeln. Der hatte keine Risse und kein Nichts. Also, jetzt nicht offensichtlich, dass man da... Boah. Das war schon schwer. Also, puh. Okay. Naja, alles klar. Dann, weiter im Text. Oh, warte mal, da unten möchte ich hin. Jeppa, hat man doch schon gesehen. Davon brauchen wir jetzt auch viel, um uns die ganzen Fähigkeiten kaufen zu können. Und die sind scheiße teuer. Von daher... Da oben ist nichts, okay. Alles klar. Sammeln wir das auf jeden Fall alles. So, was ich ansprechen wollte. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, ne, da ihr ja wahrscheinlich die meisten von euch noch Schüler sind in irgendeiner Form. Ich ja leider nicht mehr nur rein Schüler, sondern auch arbeiten gehe. Dumm gelaufen. Okay, Gorleck-Erz. Ja, dies ist das anders. Die nächsten 3 Wochen vor den Sommerferien sind ja die Schulen jetzt irgendwie alle dicht. Jedenfalls in Hessen bei uns ist es so. Und da ich mich halt auch nach den hessischen Ferien einfach immer richte, wenn ich meine Videos hochlade, ne? Also von der Upload-Seite her, in den Ferien mache ich es ja immer so wie am Wochenende, also 12 Uhr. Und halt dann eventuell 15 Uhr oder so, je nachdem, wie es mir dann noch dazu passt. Daher würde ich einfach mal vorschlagen, machen wir es jetzt auch diese 3 Wochen vor den hessischen Osterferien so, dass die Videos jeweils schon alle um 12 Uhr online kommen. Ja,
Nein, oh, das war... Oh, Junge. Denn dann habt ihr da sozusagen für eure verlängerten Ferien auch früh was zu gucken, ne? Kann man, glaube ich, machen. So eine neue Energiezelle, das ist cool. Nein, 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 der Schwung war scheiße. Oh nein, war der scheiße. Oh, oh nein. Warte, ich muss mich noch da retten. Okay, 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 nein, nein, nein. Oh, 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 okay. Einmal wieder aufladen, bitte. Dankeschön. Darunter kann ich wahrscheinlich nicht. Nein, okay. Ja, also machen wir auf jeden Fall so. Ihr habt es übrigens gemerkt, ne? Gestern, ne, warte mal. Für euch vorgestern. Genau. Ich nehme den Part tatsächlich relativ aktuell auf, deswegen muss ich nicht so viel überlegen. Deswegen kann ich auch solche ankündigen, wie das mit der Upload-Zeit da relativ gut reinpacken. Weil das jetzt sehr aktuell ist bei mir. Weil ich Ori noch nicht so wirklich vorproduziert habe. Das ist der Part für Sonntag, heute Samstag. Also von daher, ja. Kann man machen, ne? Genau, aber für euch vorgestern am Freitag kamen ja auch irgendwie 3 Videos online. Das hatte ich jetzt nicht absichtlich so geplant, ehrlich gesagt. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen, als ich auf meinen Channel geguckt habe und dann gesehen habe, oh, okay. Oh, man kann auch so ein bisschen tricksen, glaube ich. Verpiss dich, Junge. Nein, nicht du. Ich glaube, da kann man tricksen mit dem Schwert, oder? Ja, Mann. Geil. Ich weiß nicht, ob man das so machen sollte, aber es geht auf jeden Fall so. Okay. Genau, aber... Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich effektiv vergessen. Fuck, wir müssten da runter oder da hoch. Aber hoch kommen wir, glaube ich, auch nicht so einfach, oder? Ah, doch, 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 klar. Mit dem Trampolin da. Ja, ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Wir machen das weiter. Was wollte ich denn jetzt sagen? Was wollte ich denn jetzt sagen? Scheiße, ich müsste echt die Aufnahmeposition zurückspulen. Ah, das ist der erste Schrein. Tja, Leute. Machen wir den ersten Schrein? Ich weiß nicht, das ist jetzt eigentlich unser Hauptziel. Weil eigentlich sollen wir immer noch Quollok finden. Aber irgendwie ist hier so ein Schrein und da ist irgendwie auch noch was. Tja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach da rein. Was soll man machen, ne? Rein da. Oh. Nein! Du bist IA! Boah, ekelhaft. Abartig, weg. Sind das die Wächter hier vor dem Schrein oder was? Dann ist mir dieser Schrein jetzt schon unsympathisch. Aber sowas von unsympathisch. Oh ja, tatsächlich, das sind offensichtlich... Oh! In irgendeiner Art und Weise die Wächter von dem ganzen Dingsams hier. Oh, der wollte mir geben. Hä, woran ist der gerade gestorben? Ach, die halten nur einen Hit aus. Was sind das denn für welche, hä? Ja, dann ist es ja einfach. Die sind mir sympathisch, die halten nur einen Hit aus. Haben wir sie alle? Nee, noch nicht. Oh, ein Feuereichhörnchen. Oder was auch immer das ist. Oh mein Gott, das ist wirklich ein Feuereichhörnchen. Okay. Nein, ah, er hat mich. Aber gut, dass wir gegen die fliegenden Viecher ja mehr Schaden haben. Zack. Oh. Splitterplatzverbesserung. Du kannst jetzt mehr Splitter auf einmal anlegen. Oh, cool. Oh, yes, geil. Das ist doch perfekt. Dann kann ich nämlich gleichzeitig auch die, da, die 10% weniger Liter noch Schaden reinmachen. Ja, das ist doch geil. Das hier werde ich, glaube ich, erstmal nicht mehr reinmachen, weil, aua. Okay, Kampfschrein. Ach ja, klar, es das heißt ja auch Kampfschrein, deswegen müssen wir auch kämpfen, oder wie? Okay. Hä? Aber ich wollte da rein, warum? Hä? Kann ich da nicht rein? Ist das kein Eingang? Also heißt Kampfschrein nur wirklich, dass man hier jetzt kämpft? Und dann ist das vorbei, dann war es das schon. Ich dachte, es wäre jetzt so eine Art wie diese Dungeons in dem ersten Teil. Ne, wo man dann immer am Ende irgendwas machen musste, um die Welt weiter voranzubringen. Aber ehrlich gesagt sieht es fast so aus, als wäre nicht so. Sonst wäre das einfach nur solche kleinen Zwischenmissionen sozusagen. Hab das jetzt noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Nehmen wir das damit. So. Die Musik ist cool. Aber ja, ich glaube, das ist tatsächlich kein richtiger Eingang. Man kommt da gar nicht rein. Interessant. So, der ist kein Problem, wenn man einfach in der Luft bleibt. Das ist in Ordnung. Oh, der ist wieder einer von den robusteren. Oh. Fuck! Der war schneller als ich. Nein! Ekelhaft. Hey, achso, nee, jetzt habe ich ja normal drauf gedrückt. Okay, ich glaube, man kommt da wirklich nicht rein, oder? Ist der jetzt auf der Karte abgehakt? Ist der jetzt weg auf der Karte? Nicht direkt, aber... Eigentlich müsste es das gewesen sein, glaube ich. Oder? Weiß es nicht genau. Also ich besiege die jetzt einfach gerade nochmal und cutte euch das kurz.
Wir haben das jetzt schon mal gemacht, ne? Und dann schauen wir gleich mal, was das so bringt. Nee, wir haben jetzt echt nur noch mal so Bonuspunkte irgendwie bekommen. Ich glaube, das bringt uns jetzt nichts mehr, hier noch mal das zu machen. Okay, cool. Ja, gut. Dann ist das also kein so ein... Ach, da steht ja auch Beginnen und nicht Betreten, oder? Oh, ich bin so blöd. Da steht Beginnen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass da Betreten steht. Ja, alles klar. Steht es nicht. Okay. Ja gut, dann haben wir das abgehakt. Jetzt ist allerdings die Frage, wo geht's dann weiter? Weil das hat uns jetzt nichts gebracht, mit was wir jetzt weiter können, oder? Das war jetzt zwar ein nettes Extra und so weiter. Aber das war's dann auch erstmal, oder? Kommen wir irgendwo, wo wir vorher nicht hinkamen. Ah ja gut, wir kommen jetzt noch nach hier oben. Da ging's vorher nicht hin. Au! Du Dreck. Ich hasse diese Viecher, ne? Ich hasse die so sehr. Alter, oh! Eichhörnchen! Kamikaze, Eichhörnchen! Ah, der ist wieder explodiert, der Drecksack! Meine Fresse. So, lass mal bitte kurz regenerieren, weil da oben ist nämlich eh Energie. So, ah, das können wir jetzt von dieser Seite hier aufmachen. Ah ja, haben wir eine Abkürzung. Okay, ja gut, alles klar, I see. Ich verstehe die Connection, aber ich verstehe auch das hier. Hier können wir nämlich noch nicht hin. Schade auch. Was ist das? Okay. Ende Geisterprüfung. Ende Geisterprüfung? Wo ist Anfang Geisterprüfung? Okay. Na ja gut, whatever. Was ist überhaupt eine Geisterprüfung? Keine Ahnung, Alter. Fragen wir Fragen, auf die wir keine Antwort haben oder so in der Art. Okay. Nein, ich würde gerne hier rüber. Gut, dann müssen wir aber immer noch rausfinden, wie wir zu verdammt nochmal Quallock kommen. Denn Kuh braucht unsere Hilfe und wir, naja, dödeln hier die ganze Zeit im Tintenmoor rum. Was ist das denn? Ich meine, das ist zwar schön und gut, aber nicht so Sinn und Zweck der Sache, glaube ich. Komme ich zu dem hier noch irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Was haben wir hier? Da muss ich auch nicht hinkommen. Da unten komme ich vielleicht jetzt hin, weiß ich nicht genau. Da war ich jedenfalls noch nicht. Ich probiere mich einfach gerade mal dahin zu begeben, Leute. Das schneide ich euch natürlich kurz. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ernsthaft? Dafür habe ich gerade diese Errungenschaft bekommen, dass ich jeden Gegner mal in die Stacheln schmeißen soll. Weil der Typ das selber in diese Stacheln reingesprungen ist. Ja, entspannt, Alter. Aber warte mal, da oben links gibt es ja auch noch was. Stimmt, da ist eine Liane. Moment. Komme ich an die ran? Ja, komme ich. Oh! Ah, nee, warte, von hier kam ich. Ah, shit, ich muss noch höher. Ja, okay, nee. Dann ist das jetzt nicht die Option, die ich suche. Na gut. Ich würde ganz gerne noch nach da drüben rein. Da sind nämlich... Ja, welche von diesen Punkten? Danke. Wie heißen die doch gleich? Geisterlicht, ne? Geisterlicht. Ja, ich glaube schon. Okay, und jetzt sind wir hier. Hier ist aber immer noch das Giftwasser. Das heißt, hier kommen wir noch genauso wenig weiter wie vorher wahrscheinlich. Also bis hierher konnten wir es leider nicht ablassen. Ja, das heißt, da unten geht es immer noch nicht weiter. Okay. Dann wieder zurück. Auch hier ist immer noch dieses Wasser. Dieses giftige. Deswegen kommen wir auch hier noch nicht runter. Das heißt also, ich glaube, wir können nicht mehr so viel machen hier. Wo ich jetzt gerade bin. Ah, komm, lass doch mal los jetzt. Goddammit. Nee, das wird uns nichts bringen. Da bin ich relativ überzeugt von. Nee, nee, nee. Ich weiß auch schon genau, mit welcher Fähigkeit wir da weiter müssen. Nee, Leute. Ist nicht. Dann, Cut und wir suchen die Story weiter. Oh, Leute, stimmt. Wir können ja mal wieder einkaufen gehen, fällt mir gerade ein. Sollen wir auf den Dreifachsprung sparen? Oder wollen wir uns einfach erstmal eine neue Lebenszelle holen? Das ist eine gute Frage. Warte mal, wir müssen die Dinger ja ausrüsten. Das heißt, wenn wir das ausgerüstet haben, haben wir eine neue Lebenszelle. Dann hätte ich lieber den Dreiersprung, ehrlich gesagt. Naja. Warte, bin ich eigentlich 100% behindert? Es geht einfach hier runter und ich war da noch nicht. Ist das mein scheiß Ernst? Das kann nicht mein Ernst sein. Nein. Oh, wow. Nein. Aua. Dreckschwein. Ja, der wird gleich tot. Huh!
Alter, wie ich den Viecher ausgewichen bin. Wie ein Gott, Alter. Wie ein Gott. Okay, ja, Leute. Ich bin offensichtlich geistig abwesend. So schwer war das jetzt nicht zu finden. Scheiße, es ist peinlich. Nein. Oh! Ja. Schön, dass wir darüber geredet haben. Jetzt habe ich auch die Pleitegeier hier wieder. Danke dafür. Na, fast. Komm, ich krieg dich. Haha. Gotcha. Okay, wir müssen die offensichtlich ein bisschen anteasen. Warte mal. Ich würde aber auch ganz gerne. Oh ne, warte, da komme ich nicht. Doch, 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 natürlich komme ich dahin. Das ist nämlich ein Bogen. Das muss ich gar nicht einsammeln. Warte. So. Was hat's gebracht? Ah! Fuck. Ist das da oben jetzt aktiviert geblieben oder ist es wieder aus? Weiß es nicht genau. Ich spring da jetzt einfach. Wow! Nochmal. Hin. So. Na komm, mach. Mach. Komm. Trau dich. Wow! Oh! Alter, das ist. Boah, das ist sau schwer. Muss man das so machen? Doch, natürlich, oder? Alter, das ist sackeschwer, weil du musst die da runter täuschen. Aber gleichzeitig darfst du nicht zu lange Zeit brauchen. Ah, okay, du musst sie in einem Zug. Ja, okay, so geht's. Oh. Schnellschuss. Oh. Ups. Geisterbogen schießt 25% schneller. Ja, okay, was bringt mir das? Mal for real. Es ist mir eigentlich scheißegal, wie schnell der schießt. Okay, wir machen das mal rein und schauen einfach mal. Oh ja, es ist so ein Maschinengewehrbogen. Okay. Ja, gut. Ah, nein! Ich habe nicht gesehen, dass da oben auch schon einer ist. Kann ich da nicht irgendwie schnell durchrennen einfach? Hallo? Hä? Aber von der Seite funktioniert es gar nicht. Oder sind die anderen jetzt aus? Warte mal. Ah doch, man kann da aber schnell durch. Oh, nee, kann man nicht. Es sei denn, ich springe vielleicht mal ein bisschen besser. Ich weiß nicht. Ja, okay, doch, natürlich geht das. Ja, aber was macht jetzt dieses Ding da oben? Oh, ihr Scheißviecher. Ha, nice, denkst du dir so. Von wegen. Was ist da eigentlich im Hintergrund auf dem Stein? Ist das eine Zeichnung? Ja. Das ist ein Moki, der gegen irgendwas kämpft, oder? So eine Art Tausendfüßler oder sowas. Ey, sau cooles Detail. Mega. Okay. Ah, das bist doch du, oder? Oder? Das könnte so... Ah! Pff, Schwein. Nein, du verpiss dich, ey. Was ist das eigentlich für ein Gegner, Alter? Der kotzt, der furzt und der explodiert. Ein WTF, Mann. Was ist denn los da, ey? So, nähern wir uns endlich mal Quarlock. Ja! Nee, wir nähern uns dem Scheiß hier. Hey, Mann! Und da ist ein Kartenhaini. Wie komme ich denn zu dem Kartenhaini jetzt? Ich glaube, ich kann da nicht tricksen. Das ist zu hoch. Oder warte, hier vom Vorsprung aus. Na, komm. Nee, das wird nichts, glaube ich. Dafür bräuchten wir den verdammten Dreiersprung. Nee. Ganz knapp nicht. Ah. Ah, wie ärgerlich. Komm schon. Das muss doch gehen. Nee. Ja, nee, dann brauchen wir da den Dreiersprung. Oder irgendwas anderes. Oh mein Gott! Ja. Genau so war es, by the way, geplant. Was habe ich jetzt hier unterwegs verpasst? Okay, nichts Wichtiges, glaube ich. Oh! Jetzt kann ich es mir noch mal ganz in Ruhe anschauen. Das war natürlich Absicht. Ich wollte nur sehen, dass ich nichts verpasst habe, ne? Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Oh, aber ich kann da hochspringen. Interessant. Oh, fucking hell. Das war auch nicht so viel klüger, als das, was ich davor gemacht habe. Gut, egal, Leute. Wir schaffen das. So, jetzt kommen wir zu dieser Geisterprüfung hier runter, oder? Nee. Ja, nee. Doch, hier kommen wir... Ah, Moment, 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 Moment. Da oben ist noch Geisterlicht. Das hätte ich ja schon ganz gerne. Aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. Oder? Nee, 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 das schaffen wir nicht. Dafür brauchen wir später auch noch eine Fähigkeit, die wir noch nicht haben. Bin ich jedenfalls relativ sicher. Im ersten Teil gab es nämlich eine Fähigkeit, mit der wäre das möglich. Aua! Mano. Von daher denke ich mal, dass wir die hier auch brauchen. So.
Wo ist jetzt? Immer noch weiter unten. Okay. Ha. Huh. Na gut. Wow! Ah, dafür brauchen wir so einen Knopf, okay. Ah, du Missvieh. Diese springenden Eichhörnchen, die sind echt meine Fresse, ne? Nicht ohne. So, vielleicht machen wir mal ein bisschen Leben gerade. Das wäre mal voll hilfreich, danke. So. Was ist das hier denn eigentlich? So ein Ding haben wir schon mal gesehen. Aber das letzte Mal konnten wir es nicht nutzen, glaube ich. Ah ne, das war sowas, genau. Das war so ein Gegenstück dazu. Ach, das war die Geisterprüfung. Ah. Okay. Ja, Leute, und das heißt jetzt, da wo wir dieses andere Ding gefunden haben, wo auch immer das war, da passiert jetzt was, oder wie? Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Gar keinen Plan. Was ist hier oben? Fragment in der Lebenshölle. Anfang Geisterprüfung. Ach ja! Ah! Okay, ja, ja. Da, hä? Nee, aber da waren wir ja noch gar nicht. Aber wir waren schon mal bei so einem Ding. Keine Ahnung. Okay, whatever. Heißt, das haben wir jetzt auf jeden Fall freigeschaltet. Da können wir also irgendwann mal was machen. Oh, what the fuck? Was willst du denn, Alter? Okay. Sehe ich ehrlich gesagt gar nicht ein, dass ich dich besiegen sollte. Ich kann doch einfach gehen. Oh, der ist offen. Geht der auf Zeit? Ich hoffe mal nicht. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ich verpiss mich ja schon. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich aber auch doch gewonnen. Da hast du. Catch dies. So. Dass auch die Musik wieder ein bisschen entspannter hat, ist doch gut. Dann sind wir doch alle glücklich. Also außer dem Dicken vielleicht, aber ich meine, ey, das ist ja nun nicht mein Problem. Bisschen Leben brauchen wir wieder. Das ist sau praktisch, ne? Dass wir so die Leben wieder auffüllen können, ist wirklich super praktisch. War ein schöner Uppercut. Richtig weggehauen, den Typen. Da unten ist eine Fähigkeit. Oh, bitte sag mir, dass es die ist, die ich die ganze Zeit denke. Komm schon. Bitte. Gib mir das Licht. Nein. Das ist die Fähigkeit, die wir im Original nie gefunden haben. Im Jawoin. Weil da gab es nämlich den Sprint auch schon, glaube ich. Aber ich habe ihn nie gefunden oder nie genutzt oder keine Ahnung. Drücke RB, um in deine Richtung zu sprinten. Selbst in der Luft. Ja! Ach, das ist sozusagen... Oh, das ist ja sowas ähnliches wie ein Dreiersprung. Was? Halte? Gedrückt und drücke dann für eine Sprintrolle. Okay, warte mal. Oh, sick! Aber dann möchte ich jetzt ganz kurz nochmal zurück eigentlich, weil ich weiß nämlich jetzt, dass wir damit da oben rankommen und an den Kartenfuzzi kommen wir damit jetzt auch. Wo ist der Kartenfuzzi gewesen? Wir kommen jetzt da oben zu dem Scheiß hin. Yes! Yes, 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 Leute. Wir kommen weiter. Oh ja. Ja, Moment, dann muss ich aber ganz kurz nochmal zurück. Ganz kurz, weil das muss ich jetzt, oder ist da drüben eine Sackgasse? Ah, okay, ich weiß es nicht genau, deswegen machen wir es jetzt erstmal vielleicht. Oh yes, endlich, endlich, endlich. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ja, oh, das ist gut. Da kann man doch rein, oder? Hä, war das doch auf der Karte was eingezeichnet? Oh, ja, warte, da kann man auch rein. Goddammit. Aber, oh mein Gott, Hilfe! Oh! Die haben mich komplett eingekesselt. Komm, jetzt dreh dich doch um. Warum dreht er sich denn die ganze Zeit zur Wand? Da kann man auch rein, aber ich glaube von... Oh, ja, tatsächlich. Ah! Man kann von da rein. Warte mal. Hä, aber das ist nicht schnell genug. Oder, ah, ich muss den antäuschen lassen, warte. Also so. Und jetzt. Ja, nice. Riesiges Geistergefäß. Boah, war das gerade 500 wert? So, aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ah, okay. Ja, nice, Alter. Geile Sache. Oh, jetzt seid ihr meine Pleitegeier wieder da. Das sehe ich aber überhaupt nicht ein. Der eine ist schon tot, jawohl. Und der andere folgt ihm hinterher. Yes, sir. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ach so, ja klar, mit der Rolle. Ist doch logisch. Bam. Oh, das ist cool. Das habe ich im Original nie verwendet, weil ich nicht wusste, wie es geht oder weil wir es nicht hatten oder sowas, ne? Im ersten Let's Play könnt ihr mal, ne? Ich verlinke es euch hier oben bei dem i. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich bin mir sehr sicher, dass man das hätte freischalten können, aber ich das nie genutzt habe. Oder haben wir es nicht sogar freigeschaltet? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Keine Ahnung mehr. Upsala. Ist aber auf jeden Fall eine super coole Fähigkeit. Oh oh. Ich werde mich doch jetzt locker gleich irgendwo ins Gemüse ballern. Ne, tatsächlich nicht. Cool. Soll ich mal was sagen? Was du kannst, kann ich schon lange. Oh! Ein Pleitegeier. Eine Pleitemücke. Na komm. Nicht so anstellen. Dankeschön. Ach, den haben wir auch gleich. Ne. Aber jetzt. Nein? Haha. Ich kann ein bisschen besser zielen als du. Oh, wieder einer von denen, Alter. Oh, fuck. Das war nicht gut. Hat er den... Ah, warte, hat er den reflektiert und ich habe mich dann selber getroffen gerade? Tatsächlich. Also er reflektiert die, aber ich treffe mich nicht selber. So. Ach, guck mal, wenn er die so... Oh, man kann nicht unter dich halten. Aber wenn er die so anvisiert hat, dann folgt der Ori den auch automatisch. Das ist cool. Na komm. Dreh dich um. Oh. Haha, stimmt. Man hat ja nicht unendlich Energie. Habe ich irgendwie gerade vergessen. Oh nein! Na gut, okay. Auch ernsthaft? Nochmal in die Wand rein. Oh nein, Bruder! Ach Mensch. Unnötig. Nope. Ah, fuck. Na komm. Jawohl. Auch jetzt haben wir den da unten, ernsthaft? Okay, komm in die Wand. Jawohl. Okay, eigentlich solltest du in der Wand stecken bleiben, denke ich mal. Aber passt schon. Holy fuck. Ist in Ordnung. So schwer war er jetzt eigentlich nicht. Okay, sagt er und hat nur noch ein einziges Leben. Mhm. So. Wo zum Teufel ist jetzt eigentlich Quollok? Ja, wir nähern uns ihm schon so ein bisschen, ne? Aber nicht so effektiv, wie wir könnten. Oh fuck. Ich habe die Rolle vergessen. Okay, warte, wenn ich da jetzt runter gehe, sind wir aber zurück. Es geht aber noch da oben rechts irgendwo hin. Ja, scheiße, ich muss halt so runter, weil ich komme nicht mehr zurück. Dann gehe ich den Weg hier einfach gerade nochmal. Hahaha. Weil da oben rechts geht es noch irgendwo... Das war sauschlecht. Irgendwo hin. Das möchte ich ganz kurz nochmal auschecken. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas Wichtiges übersehen. Sei es jetzt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Are you fucking serious? Verpisst euch doch einfach mal. Mann, lasst mich doch einfach da durch. Ich habe euch doch schon längst besiegt. Ich will doch einfach nur hier durch. Ich wollte euch doch eigentlich gar nichts tun. Mano. So. Ich bin doch eigentlich Pazifist. Also, manchmal. aha. Kann man... ja, genau. Wow. Ori, mach keinen Scheiß. Ernsthaft. Mann, kannst du aufhören, da hochzuklettern? Da sind Stacheln, verdammte Scheiße. Ich hätte eigentlich mindestens zweimal getroffen werden müssen gerade. Okay, kann ich hier noch ein bisschen mehr Schwung aufbauen vielleicht? Nee. Oh! Ja, man kann das nicht nach oben machen, okay. Nee, dann lassen wir das einfach mal und verpissen uns wieder. Gut, 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 gut. Ah, scheiße, ich muss diesen Rundweg laufen, weil ich dann sonst nicht mehr rauskomme hier. Ja, entspannt. Dafür ist dieser Weg also da. So, wo sind wir jetzt? Ja, da sind wir. Okay, dann gehen wir jetzt Marsch zurück. Und, ups, das war der falsche Knopf. Ich drücke für den Sprint die ganze Zeit B, was natürlich Blödsinn ist. Das muss ich machen. So, weg mit dir, Kollege. Und jetzt schauen wir mal. Oh! Da hätte ich auch mal den Sprint einsetzen sollen. Jetzt schauen wir mal. Oh. Oh! Okay, warte, man sollte es vielleicht einfach so machen, wie es gedacht ist. Nämlich so. So. Oh, lol, warte, was war das denn gerade? Oh nein! Okay. Interessant. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir das da oben mitnehmen. So, gar kein Problem. Dann hätte ich gerne ein bisschen mehr Energie. Ach genau, kostet der Sprint eigentlich Energie? Warte mal. Nee, kostet er nicht. Okay. Wäre auch ein bisschen ätzend. So, und jetzt, wo ist der Kartenfuzzi gewesen? Ach, warte mal, da unten war ja noch was. Ah, das ist aber das Ziel. Wir müssen ja beim Start starten, nehme ich mal an. Wie komme ich eigentlich daran? Der Kartenfuzzi müsste da weiter oben gewesen sein. Okay, Leute. Achtung. Nein, das machst du nicht. Da oben rechts jetzt, ne? Ja, ja, genau. Ja, Mann. Nice. Hi, Lupo. Hast du eine Karte?
Hallöchen, willkommen in Quarlockstal. Hier sind wir nun im Revier des großen Quarlock, Wächter des Sumpflandes. Ja, dank seiner Fürsorge haben sich die Dinge hier kaum verändert, seit der Verfall des Landes befiel. Möchtest du eine Karte des Wohnsitzes der großen Kröte für 100 Geisterlichter erstehen? Ja. Verbindlichsten Dank. Okay. 100 Geisterlichter klingt eigentlich mal voll akzeptabel. Und wenn ich dafür endlich rausfinde, wo ich hin muss, ja! Perfekt. Wollen wir die Geisterprüfung noch machen hier? In diesem Part? Ich meine, hier da oben ist das direkt der Anfang und da unten ist das Ziel. Wir wissen beides. Wir können da einfach durchlaufen. Ich meine, das wird wahrscheinlich so ein Rennen oder sowas in der Art, weil wenn hier Anfang und da Ziel steht, mit so einer Fahne, ist das wahrscheinlich so eine Art Rennen. Ja, ich glaube, das kriegen wir noch rein in dem Part heute. Ah, dieser Scheißkerl schon wieder, ne? So, oh, den habe ich aber outplayed, Alter. Den habe ich aber richtig outplayed. Der hatte ja gar keine Chance. Dafür die... Nein! Warum schon wieder zwei davon? Ich werde wahnsinnig. Ich werde einfach wahnsinnig, ey. Okay, einer ist weg. So. Und der andere ist auch weg. Haha. Okay. So, den machen wir auch direkt weg, den Kerl. Den mag ich nämlich überhaupt nicht. Dankeschön. Dann lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Wir müssen hier hoch. Na gut, okay. Das kriegen wir, glaube ich, noch hin. So, machen wir den einmal kurz weg. Weil der war nämlich im Weg. Und dann... Achso, ja, wir können uns damit ja hochboosten. Habe ich vergessen. Hat er sich gerade selbst umgebracht da unten? Okay. Da ist ein Vogel. Aber sind wir hier richtig? Ja, sind wir richtig. Okay. So, dann nehme ich den ganz kurz auseinander, damit er gleich weg ist. Wenn wir hier doch mal schnell vorbei müssen. So. So. Jawohl. Gar kein Problem. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Oh, ich glaube, der ist auch tot. Passiert. Nicht mein Problem. Oh. Fragment einer Lebenszelle. Das ist doch schön. So. Drücke X, um eine Geisterprüfung durchzuführen. Herausforderungsbelohnung ist Geisterlicht. Okay, ich bin mal echt gespannt, was wir jetzt machen müssen. Drücke A zum Überspringen. Nee, ich gucke mir jetzt lieber mal an, was du von mir willst. Also, der zeigt mir jetzt den Weg, oder wie? Mhm, da runter, da rechts. Oh mein Gott, wenn ich da doch falsch abbiege irgendwo, haben wir so verloren. Okay, ganz runter einfach. Kann man die Karte währenddessen benutzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie viel Zeit habe ich dafür? Oder habe ich kein Zeitlimit, oder wie ist das jetzt? Oh mein Gott! Was? Wie kann denn der jetzt schon so viel schneller sein als ich? Hä? Lol, wie soll das denn gehen? Ach du Scheiße! Okay. Fuck! Fuck! Ja, okay, schon vorbei. WTF, das ist ja mega krass schwer! Ach du Scheiße! Oh fuck, ich bin falsch abgewogen. Ja moin, ist das schwer! Alter! Ist das schwer? What? Okay, man muss direkt den Sprint nutzen am Anfang. Alter. Oh mein Gott, das war schlecht. Egal, passt. Okay, okay, okay. Ist das schwer? Nein, komm, lass doch los! Du Affe, lass doch los! Okay. Ich glaube, wir kriegen ihn. Yes! Oh! Alter! 1000 Geisterlichter dafür. Geil! Jetzt können wir erstmal im nächsten Part dick shoppen gehen. Hoho! Krass! Okay, und dann würde ich sagen, wissen wir jetzt auch, wie wir hier hinkommen, da vorbeikommen und hier hoch zu Quarlock kommen. Und das machen wir dann direkt im nächsten Part, nachdem wir vielleicht noch ein bisschen shoppen waren, ich weiß nicht genau. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch der Part gefallen hat und ein Abo, wenn ihr nicht verpassen wollt, wer Quarlock ist. Scheint eine Riesenkröte zu sein. Mal schauen. Und wie er uns weiterhelfen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder einschaltet. Bis dann und ciao.